Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Wer mein letztes Video gesehen hat, der weiß Bescheid. Meine Bestellung ist angekommen. Und ja, ich will die jetzt mal mit euch zusammen auspacken. Und dann zeige ich euch mal, wie das alles aussieht. Und ich würde sagen, wir fangen damit direkt mal an. Wie man sehen kann, habe ich mir von OAS auch mal endlich was bestellt. Und zwar habe ich mir hier so ein Set gekauft, so ein Hoodie, der irgendwie so eine Limited Edition war, den es auch gar nicht mehr gibt. Und dann dazu noch so eine Hose. Und ja, ich packe die Sachen jetzt mal aus und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ja, also wie man schon erkennen kann, habe ich mich auf jeden Fall für Rot entschieden. Ich muss sagen, ich hatte auch nicht mehr wirklich viel Farbauswahl. Es waren irgendwie nur noch so, keine Ahnung, Rot und Rosa und so irgendwie zur Auswahl. Und dann habe ich mich für Rot entschieden. Und genau, dann passend zu dem Hoodie habe ich dann halt noch die rote Sporthose ausgesucht. Und das ist hier so eine Scrunch Leggings, wie man erkennen kann. Und ja, ich würde sagen, dann ziehen wir die Sachen mal an. So, also ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von den Sachen. Also erstmal mag ich Rot halt total gerne. Deshalb ist das schon mal sehr cool. Und der Stoff von den Sachen ist auch wirklich mega cool. Und der Hoodie ist halt innen auch so weich. Natürlich, wie Hoodies halt so sind. Und die Hose sitzt halt auch mega, mega cool. Und die hat irgendwie auch so einen richtig coolen Stoff. Der ist wie auch voll weich. Also keine Ahnung, gefällt mir voll. Und ja. Keine Ahnung, ich habe mich irgendwie jetzt schon verliebt an die Sachen, muss ich sagen. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Also, ja, ich zeige es euch nochmal vorm Spiegel. So, also fürs Licht tut es mir auf jeden Fall sehr leid, weil es ist einfach schon dunkel draußen und deshalb muss ich halt Licht anmachen und das ist hier halt nicht so gut drin, leider. Aber egal. Also das hier sind die Sachen. Der Hoodie, ja, der ist auf jeden Fall so oversized. Ich habe den ja in einer XS bestellt. Und ich finde, der sitzt halt mega und der hat halt hier nicht diese komischen Kollen. Ich hasse das, wenn die so eine Bänder da haben und die da so rumhängen. Also gefällt mir sehr gut. Ich denke mal, so ein bisschen legen muss ich das Ganze noch, aber keine Ahnung, ich mag halt Oversized-Hoodies einfach total. Gefällt mir einfach richtig gut. Und dann, genau, die Hose. Die Hose sitzt auf jeden Fall natürlich eng, wie halt eine Sporthose so sitzt. Und ja, das ist ja diese Scrunch-Hose. Auf jeden Fall auch sehr nice, gefällt mir. Sehr, sehr gut alles, muss ich sagen. Und ja, alles in allem ein sehr, sehr cooles Outfit. Und ich mag die Farbe auch. Könnt ihr mir ja gerne mal ein Feedback geben in den Kommentaren, wie ihr das so seht. So, und jetzt habe ich nochmal ein Update zu meinem Studium. Wer mein, weiß nicht, erstes Video, nee, mein zweites Video gesehen hat, der weiß ja Bescheid. Und zwar studiere ich ja nebenbei, also neben der Arbeit gerade und mache einen Master. Und ich habe im Oktober angefangen. Und jetzt habe ich vor ein paar Tagen meine erste Klausur geschrieben. Und ich muss sagen, es war wirklich richtig, richtig schlimm, weil ich einfach irgendwie keine Ahnung hatte, wie das alles so läuft und so. Und das war auf jeden Fall nicht so nice, aber ich erzähle es mal. Und zwar muss man sich, ich mache ja ein Fernstudium und da muss man sich online halt für die Klausuren einen Termin buchen bei so einer Plattform, bei so einer Internet, was auch immer, Plattform. Muss man sich halt einen Termin buchen. Und da war schon so die erste Sache. Ich habe einen Termin gebucht. Und dann habe ich am Tag von der Klausur nochmal überprüft, ob das auch alles so mit den Zeiten stimmt und so. Und hat dann einfach gesehen, dass ich mir statt um 18:30 Uhr einen Termin um 20:30 Uhr gebucht habe. Ja. Das heißt, ich musste die Klausur dann abends um 20:30 Uhr schreiben, was ich natürlich überhaupt nicht geil fand. Ja. Und man konnte das aber irgendwie nicht mehr ändern. Also man kann das immer nur 24 Stunden vor dem Termin noch ändern und das war halt schon unter 24 Stunden. Und deshalb musste ich die dann um 20:30 Uhr schreiben. Und dann war so die nächste Sache, dass ich halt so auf die Art noch keine Online-Klausur geschrieben habe. Und man muss sich da halt irgendwie mit so einem Prüfer, und nicht mit so einem Prüfer, aber mit so einem Proctor nennt sich das, muss man sich über Zoom verbinden. Und die machen dann mit einem so einen Identitätscheck, gucken irgendwie so, wie dein Raum aussieht, weil es halt keine Open-Book-Klausur ist. Müssen halt gucken, dass du keine Sachen irgendwo rumzuliegen hast, wo du halt irgendwie spicken kannst oder so. Genau, und da muss man sich halt die ganze Zeit während der Klausur quasi mit einer Kamera filmen, mehr oder weniger.
Auf jeden Fall habe ich mich dann da angemeldet und wollte halt die Klausur starten. Und dazu muss man halt die Identitätsprüfung machen und so. Und das ist halt voll. Also, es ist halt mit einem englischen Proctor gewesen. Und das Problem ist einfach gewesen, dass ich zwar Englisch kann, ja, aber das ist halt irgendwie ein bisschen schwierig. Die hatte dann noch so einen indischen Akzent und so. Und dann habe ich manche Sachen irgendwie gar nicht so verstanden. Und dadurch, dass es das erste Mal war, dass ich so eine Online-Klausur geschrieben habe auf diese Art, habe ich halt nicht gewusst, wie der Ablauf so ist. Und man musste dann halt noch so ein paar Seiten auf seinem Laptop öffnen und keine Ahnung, alles halt. Also dann durfte nicht alle Seiten geöffnet haben, musste halt alles schließen, was man nicht braucht für die Klausur und so. Und musste dann den Raum abfilmen, musste sich mit einer Webcam verbinden, damit man halt sich selber filmen kann und nicht nur das Gesicht, sondern dass der ganze Arbeitsplatz halt während der ganzen Klausur zu sehen ist und so. Und dann war das irgendwie schon so, dass ich einfach so ein Wort die ganze Zeit nicht verstanden habe, was sie zu mir gesagt hat. Und das war einfach Force Quit. Und ich hätte das noch nicht mal verstanden, wenn sie es mir. Wenn ich es verstanden hätte, das Wort, weil ich einfach nicht die Übersetzung davon gewusst hätte. Und zwar heißt es einfach sofort beenden und damit beendet man quasi die Programme, die im Hintergrund noch laufen, die nicht laufen sollen. Das habe ich einfach nicht verstanden. Dadurch hat sich diese Vorabprüfung einfach irgendwie um 45 Minuten hingezogen. Also eigentlich sollte die nur 15 Minuten dauern, wenn mir jetzt einfach 45 Minuten gedauert. Das heißt, es war schon um 9, als ich angefangen habe, die Klausur zu schreiben. Es war richtig, richtig scheiße. Und dann wollte ich gerade anfangen, die Klausur zu schreiben. Und dann habe ich so gesehen, dass meine Webcam die ganze Zeit halt so komisch ranzoomt einfach. Die zoomt die ganze Zeit so voll auf mein Gesicht ran. Und das soll sie ja nicht machen, man soll ja meinen ganzen Arbeitsplatz sehen. Ja, und da musste ich dann irgendwie noch gucken, dass dieser Zoom ausgeschaltet ist und so. Also irgendwie sind da so viele Sachen falsch gelaufen. Und vorher haben halt ein paar andere Leute aus der Gruppe halt geschrieben, aus der WhatsApp-Gruppe, dass man halt, wenn man da irgendwas falsch macht bei dieser ganzen Aufnahme mit der Webcam und so, dass es dann halt sein kann, dass es als irgendwie Betrugsversuch oder sowas gilt und man dann, also dass der Versuch der Klausur dann halt nicht gilt. Und das wollte ich natürlich nicht, deshalb musste ich dann irgendwie noch versuchen, diese ganze Webcam einzustellen und so und keine Ahnung, es war auch einfach schon so spät und ich bin so fertig gewesen danach. Also war auf jeden Fall nicht so cool, Klausurfragen waren okay an sich, aber ja, jetzt muss ich erstmal gucken, wie die Note ist. Es dauert so bis zu 6 Wochen wohl. Also mal gucken, wie das wird. Ich weiß nicht, ob ich da guter Dinge sein soll oder nicht. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. So, Leute, also es ist jetzt Freitag und heute ist Black Friday. Ich bin gerade nach Hause gekommen von der Arbeit und ich dachte, ich gucke jetzt mal online, ob ich mir so ein paar Weihnachtsgeschenke schon bestellen kann, die jetzt gerade ein bisschen reduziert sind. Ich habe jetzt ein paar Sachen. Also mein Vater hat gesagt, was er sich wünscht, meine Schwester hat auch gesagt, was sie sich wünscht. Und da wollte ich mal gucken, was ich sonst noch so finde für meinen Freund. Und ja, genau, dafür habe ich mir jetzt schon mal meinen Laptop hier genommen und werde jetzt auf jeden Fall euch mal ein bisschen mitnehmen und mal gucken, ob wir irgendwas Cooles finden. So, also, mein Vater hatte sich jetzt so als Kleinigkeit gewünscht, so einen Raumduft irgendwie. Und der meinte entweder halt so einen Raumduft mit so einem Holzstäben oder halt so ein Ding, was man halt sprühen kann. Also sowas hier. Und jetzt bin ich halt am Überlegen, was für eine Duftrichtung halt irgendwie cool wäre. Und ich überlege halt, was auch generell cooler ist. Ich finde eigentlich diese Sprühflaschen ganz cool, weil ich denke, dass man davon halt mehr hat. Deshalb glaube ich, dass ich auch so eine hole. Das ist halt nur die Frage, welcher Duft. Die Raumdüfte sind irgendwie alle vergriffen, schon außer einer. Also muss ich vielleicht nochmal woanders gucken. Wo es sowas vielleicht noch geben könnte. Filmdüfte vielleicht. Who knows? Vielleicht haben die sowas ja. Black Friday. 22% plus 10% extra. Okay, 10% extra nochmal. Premium-Mitgliedschaft. Okay, also ich nehme jetzt diesen rosanen hier. Ritual of Sakura. Der ist ganz gut gewesen. Also ich kenne da zumindest andere von so Cremes und so. Und deshalb nehme ich das. Okay. Gibt es das jetzt auch mit Rabatt? No. 1,63 Euro, dann kriege ich das Produkt versandkostenfrei. Das ist doch scheiße. Okay, egal, ich lasse es erstmal so und jetzt gucke ich mal noch weiter. Und zwar, meine Schwester hatte sich ein Spiel gewünscht.
Da muss ich mal gucken, was sie möchte. Ich muss auf ihren Wunschzettel gucken. So, also meine Schwester hat sich auf jeden Fall ein Spiel gewünscht und ich muss mal gucken, wo ich das am besten kriege. Wie heißt denn das? Ah ja. So, also ich gucke mal hier bei Idealo. Ist ja eigentlich immer eine gute Option, bei Idealo zu gucken. Talia, gehen wir doch mal dahin. Also 18,33 € 44% gespart. Also ehrlich gesagt finde ich das sehr cool. Ich glaube, dann nehme ich das auch direkt. Ich habe nämlich auch überlegt, ansonsten hätte sie sich noch gewünscht, Nobody's Perfect heißt es. Oh, ist auch voll teuer. Oh, das gibt es auch bei Thalia. Okay, ich mache das mal kurz in den Warenkorb. Und dann gucke ich mal. Nobody's Perfect Nummer. Oh, ist auch voll teuer, ey. 41,48 €. Warum ist das so teuer? Jetzt muss ich mal bei Amazon gucken. Warum ist das so teuer? 32 €. Aber hier ist es immerhin günstiger. Also ich überlege, ob ich beides nehme, ob ich Stille Post Extrem und Nobody's Perfect nehme. Machbar wäre es schon. Und sie will halt gerne beide haben. Ich mache es auch erstmal beides in den Einkaufswagen. Und dann ist mir natürlich noch eingefallen, dass ich für den Adventskalender, wer mein letztes Video geguckt hat, mir noch Socken kaufen wollte. Und jetzt muss ich nochmal schnell gucken. Ich hatte da eigentlich schon ein paar auf die Liste gepackt, aber also ich habe überlegt, sowas hier zu nehmen. Irgendwie gibt es nicht so viele Tennissocken. Also nicht so viele coole Tennissocken. Also das hier wäre eine Option. Ich mache das mal an einem neuen Tab. Und ich hatte aber eigentlich noch andere, die echt viel cooler sind. Oha, es gibt sogar voll viele. War mir vorher gar nicht so bewusst tatsächlich. Irgendwie habe ich vorher nicht so viele coole Socken gefunden. Okay, ich gucke jetzt erstmal, was ich habe. Also ich habe einmal die, aber die finde ich eigentlich langweilig, muss ich sagen. Das wäre jetzt nur so die Notfalloption. Ansonsten habe ich. Okay, ich mache die jetzt erstmal raus, die gefallen mir nicht so. Diese hier sind mir eigentlich auch zu langweilig. Mache ich auch raus. Dann. Die hier könnten ganz cool sein. Hier die grüne in der Mitte. Vielleicht nehme ich die. Aber irgendwie, was sind das für Größenangaben? S, M, L, XL. Ich brauche eine Schuhgröße. Diese hier. Ich habe so eine ähnlichen. Die sind halt so vom Tragen her ganz cool. Und die gibt es auch noch in den richtigen Größen. Was gibt es sonst noch? Die sind halt sehr nice, aber die sind einfach mal hardcore teuer. Einfach 52 €. Wer gibt 52 € für drei Paar Socken aus? Also ich auf jeden Fall nicht. Oha, jetzt kann ich mich einfach hardcore nicht mehr entscheiden. Warum sind die alle so teuer? Die kosten ja alle 52 €. Ja, da brauche ich auf jeden Fall nicht mehr weiter zu gucken. Ich gebe nicht 53 € aus. Oh, 26 € bis 180 €. Ist gar kein Problem. Ach man, es gibt die nicht in vertretbaren Preisklassen. Okay, also kann ich die auch vergessen. Das ist eh viel zu teuer. Die hier würden halt gehen. Für 24,95 €. Irgendwie nicht so cool. So, also ich habe mich jetzt für dieses Paar Socken einfach entschieden, weil das sind irgendwie so ziemlich die einzigen, die es in der richtigen Größe gibt. Und dafür finde ich sie halt am coolsten. Ansonsten wären halt noch die zur Auswahl gewesen oder halt die. Aber ja, ich habe halt überlegt zwischen denen und denen so am meisten. Ach, aber ich bin irgendwie immer noch unsicher. Aber die mache ich mal wieder zu. Aber ich glaube, ich nehme die hier auf jeden Fall. Und dann mache ich die auch schon mal in den Einkaufswagen. So. Und dann wollte ich für mich noch. Meine Familie hat gefragt, was ich mir wünsche, und da habe ich denen gesagt, dass
Ich mir so eine. Also ich habe mir meine Familie hat gesagt, dass ich mir dann die eine Jacke wünschen würde. Oha, da sehe ich gerade, ich habe ja hier auch noch voll die coolen Tennissocken. Und die sehen natürlich alle irgendwie noch nicer aus als die anderen. Ich glaube, ich nehme dann lieber von hier welche. Auf jeden Fall habe ich mir von meiner Familie dann eine Jacke gewünscht. Und zwar wollte ich eigentlich schon länger so eine Pufferjacke haben. Ich fand die von North Face halt immer ziemlich geil. Und da wollte ich mal gucken, ob es hier irgendwie so eine nice Jacke gibt, die vielleicht auch gerade reduziert ist. Aber irgendwie gibt es gar keine großartig. Ich habe auch immer überlegt, so, okay, nimmst du vielleicht eine andere Farbe? Also ich glaube, ich bin so der XS-Mensch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht auch eine S bestellen sollte. Manchmal ist auch eine S passender. Weiß finde ich ja bei Winterjacken immer sehr kritisch. Gelb fand ich halt irgendwie auch immer noch ganz nice, aber es sieht ein bisschen aus wie so ein Bauarbeiter. Außerdem ist sie ausverkauft, also es ist eh schon egal. Ja, also ansonsten würde dann noch zur Auswahl stehen halt diese hier. Ich weiß auch sowieso ehrlich gesagt nicht, wo jetzt hier der große Unterschied zu. Ah ja, ich sehe das Problem. Ich wollte nämlich eine, die überall so pufferjackenmäßig ist. Und zwar so hier. Ungefähr. Aber die ist halt leider nicht reduziert, aber ich werde sie trotzdem mal in meinen Warenkorb machen. So, also ich habe mich jetzt dazu entschieden, hier bis auf die Socken das Spiel zu nehmen, dann die Jacke und statt der Socken habe ich mich dann für diese Socken hier entschieden. Ich fand das hier einfach irgendwie cooler aussehen mit den bunten und so. Das irgendwie, weiß nicht, da gab es bessere Socken bei Zalando als bei Amazon. Deshalb habe ich jetzt die genommen. Und für meinen Vater habe ich dann jetzt einfach diesen einen Duft hier genommen. Genau. Und dann habe ich für meine Schwester noch das andere Spiel, was ich am Anfang gezeigt habe, genommen. Und für mich habe ich noch ein, zwei andere Jackenmodelle genommen zum Vergleichen. Dann werde ich dann aber nur eine behalten. Das kann ich euch dann auch noch zeigen, wenn es dann da ist. So, und das war es dann auch schon mit dem Video. Genau, also wie immer könnt ihr mir natürlich gerne wieder auf meinen anderen Kanälen folgen. Ich verlinke euch die auch wieder hier. Und ja, ansonsten könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, falls euch noch irgendwas so interessiert zum Studium oder ähnliches, dann kann ich da vielleicht auch noch irgendwelche Fragen beantworten. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder und dann bis zum nächsten Mal.